Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder bei Kosmotier. In der letzten Folge konnten wir einige Piratenmissionen abschließen und haben ein neues Schiff bekommen. Dieses hier. Und da müssen wir jetzt mal sehen, werden die wohl die Besatzung entfernen, uns verkaufen, also beziehungsweise auseinandernehmen. Dafür müssen wir aber erstmal unser Schiff etwas vergrößern. Mehr Lager, dann auch mehr Antriebe. Wir können das ja als Bauplan speichern erstmal. Und einiges schon einbauen dann. Und mal sehen, wie machen wir das am schlauesten. Also wir werden auch mehr Quartiere benötigen. Das ist schon mal gar nichts. So. Also. Dann wollen wir bis hier machen. Kommt hier erstmal ein Korridor dran. Ups. So, jetzt werden wir die Panzerung nach hinten versetzen. Ne, warte mal, so vielleicht. So. Eine weitere Reihe einführen. Na gut, das waren jetzt zwei. Dann müssen wir überlegen. Also hier sind zwei Kabinen. Zwei Lager. Also das ist ein großes. So vielleicht? Dann hier zwei Quartiere. Steine erstmal. Dann benötigen wir hinten Antriebe. Man so findet. Da. Da haben wir bis jetzt nur die kleinen. So, zwei. Und so, dann können wir da aber nicht bauen. Müssen wir mal, wenn wir den nehmen. Ich fällt gerade auf, ich hätte diese Spiegeln anmachen können. Das wäre jetzt irgendwie einfacher gewesen. Ah, okay. So. Jetzt werden wir mal das Spiegeln anmachen. Also, brauchen mehr Bewaffnung und mehr Lager. So. Also, und da müssen dann Gänge hinführen.
Wir machen den mal. Doch. Von der Breite her ist okay. So. Panzerung. Das auf die Schussrichtung sich ausübt. So. Wir brauchen. Ah, wir können nur einen kleinen momentan bauen. Kleinen Reaktor. Bräuchten aber eher den großen. Oh Gott, das kostet ja jetzt schon sehr viel. Brauchen wir noch hier eine Schubdüse? Also da würde gehen. So. Nach hinten haben wir jetzt ein paar mehr. Das könnten wir. Also wir entfernen erstmal. In dem Lager ist leider was drin, ne? Nein. Ja, und die können wir nicht entfernen, solange wir nicht neue bauen, schätze ich. Die Quartiere hier. Cockpit. Dann lassen wir das erstmal so. Werden die Panzerung verändern. So. Hier haben wir ein kleiner. Auch. So. Kleinen kommen erstmal kurz weg. So. Dann kommt hier wieder eine hin. Das ist eine kleine Schubdüse. Eine kleine ist jetzt. Ja, aber vorne haben wir eine große. Dann reicht eigentlich eine kleine. Darf man die so bauen, ist jetzt die Frage. Lieber so. Ein Korridor dahin. Da ist einer, okay.
Panzerung wieder nach außen. Also das mit dem Spiegeln ist schon sehr gut. Wenn man denn gleichmäßig, also auf beiden Seiten bauen möchte. Das Doof ist, hier sind Sachen drin, die kann ich leider nicht verschieben. Also könnt sie verschieben, ich weiß nur nicht, ob die Ressourcen, die wir haben, dann gelöscht werden. Daher lassen wir das mal lieber. So, jetzt müssen wir es erstmal lassen, aufgrund des Geldes. Bauen das erst einmal so. Werden Crew zurückholen. Einmal das Spiel starten. Das Schiff auswählen und was zum können wir das jetzt nicht abbauen? Da ist aber keiner mehr drin. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das auseinandernehmen können. Formation, Flugrichtung. Ende, ich habe das Gefühl, die die Musik viel zu laut ist. So. Einmal speichern. Also das Schiff ist ausgewählt. Ah, okay, warte mal. Nee, hä? Oder ist das jetzt, weil es uns gehört? Also müssen wir da wieder einen hinschicken? Eine Person? Da kommt sie. So, können wir jetzt das Schiff verlassen? Müssen wir das wahrscheinlich machen, oder? Anstatt die zu entsenden. Können wir es jetzt abbauen? Ah, jetzt geht das. Wir brauchen mehr Luftschleusen. Zwei reichen nicht. Am besten vorne noch welche und hinten noch eine oder so. Ich sehe auch gerade zum ersten Mal, dass sie die Ressourcen direkt über die Lager reinbringen. Also, dass die sich öffnen können. Richtig cool. So, jetzt haben wir wieder Materialien bekommen. Alle sind an Bord. Also, auch wenn jetzt hier unten nicht gepanzert ist. Aber wir müssten es eigentlich verschieben können, oder?
doch bestimmt. Gut, es kostet nur ein bisschen Geld. So. Und die dahin. Noch alles ein weiter rüber. So. Die verschieben wir jetzt einfach mal kurz. Gucken, ob wir uns noch große leisten können. Wie machen wir das mit den Türen? Ich würde schon so sagen, oder? Also, da ist eine Luftschleuse. Ah, okay, nein. Oh. Jetzt habe ich es abgerissen. Oh, warte mal, ich kann das doch rückgängig machen. So, das Spiegeln ist aus. Und die jetzt dahin. Können wir nämlich noch einen Feuerlöscher uns organisieren. Ja, den gibt's wo? Ah, da ist der Feuerlöscher. So. Ah ja, wir haben ja auch einen kleinen Schild freigeschaltet. Letztes Mal. So, hier ist ein Lager. Da sind Wohnquartiere, kleine. Die kommen jetzt erstmal nach hier unten zu den Maschinen. So. Da ist eine Tür und da auch. Ach, da kann man. Korridor. Wir können echt keine Türen an die Seite bauen. Okay. Dann lassen wir das erstmal so. Also man kann überall hinkommen. Das ist jetzt zu weit vom Strom weg. Das ist eine große Lagerhalle. Der ist echt teuer. Jetzt sind wir im Minus. Wie geht das denn? Können wir wahrscheinlich einfach nicht bauen. Ach, können wir jetzt schon nicht. Müssen wir das erstmal speichern. Also brauchen wir ein bisschen Geld. Wir haben immer noch nur die beiden Kanonen. Da es jetzt uns kurzzeitig an Geld fehlt. Aber wir können die Mission jetzt gleich machen. Aktion liefern. Ah ja, auf Zeit. Ein bisschen Geld. Also das würde noch gehen. Super.
Wir verlieren dann Ruf bei denen. Ob wir das machen wollen? Aber 17.000 gibt es. Ja, auch. Und beides gibt Ruf. Können wir ja eigentlich mal machen. Ah, ich habe vergessen jetzt, wir müssen noch das wieder neu zuweisen. Den haben wir ja gerade gespeichert. So. Wir müssen jetzt halt ein kleines Stück weiterlaufen. So, da. Da. Und da. Da. Die müssen das auf der anderen Seite machen. Warte, die müssen ja auch die Munition liefern. So. Da noch. Munition, oh nein. Munition liefern. So. Ah, da ist ausgewählt. Der auch noch? Ja. Nee. Ah, jetzt erst. Okay. So. Sonst brauchen wir zurzeit ja keine... Also kein Personal, das irgendwas steuert. Okay. Wir haben jetzt hier echt wenig bis gar keine Energie. Ja, aber können wir uns jetzt auch nicht leisten, also. Oder das erstmal so machen. Warum ist denn schon wieder einer sonst wo? Wo war er denn? Geben haben wir nichts. Gut, dann werden wir jetzt probieren, die Mission zu machen. Also da waren wir. Da auch. Müssen wir jetzt hier, hier. Ja, den, da lagen Materialien. Dann könnten wir da hin und dann zu der Station. Wo sind denn die? Anderen Missionen. Haben die jetzt nicht angenommen, die mit dem Ruf? Ja, haben wir angenommen. Also dahin, da und dann da hoch. Werden wir mal gucken. Also unser Schiff fliegt zumindest. Das ist ja schon mal gut. Müssen wir nur sehen, dass wir auch gut vorankommen. Jetzt ist gar keine Musik mehr. Hypersprungpark, okay. Mal speichern und dann die Musik, die jetzt komplett weg ist, lauter.
Scheinbar war das Lied im Spiel zu Ende. Wären wir jetzt dahin, da haben wir eine Markierung gesetzt. Da sind bestimmt Sachen. Die sind schon weg. Ja, was? Nein. Ah, so. Okay, dann jetzt dahin. Damit übersprungen noch. Okay. Da sollen wir ja hin. Hypersprung nach Beta Atomiatus. Oh Gott, nein. Nein, ho, ho. Oha, das sind ja viele. Ah, die kommen direkt freiwillig zu uns. Oh Gott, hoffentlich kann unser Schiff halbwegs schießen. Was macht der denn? Kann der mal freiwillig zu uns kommen? Oh nee, der hat Laser. Oh Gott, noch einer. Oh, und Raketen. Jetzt geht's aber los. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ah, okay, ja. Das hat sich erledigt. Wir haben keine Kanonen mehr. Ja, da müssen wir jetzt wohl Asteroiden abbauen. Oder uns nicht nach da begeben. Dann fliegen wir jetzt hier lang. In der Hoffnung, dass wir denen entgehen. Zumindest fürs Erste. Also. Ah ja, wir haben keinen Bergbaulaser, genau. Also trotz der besseren Antriebe sind wir echt nicht viel schneller geworden. Weil wir auch größer geworden sind. Was jetzt? Naja. Gut, da ist auch ein Fragezeichen. Was will der eigentlich? Unbedingt mehr Kanonen. Schieß doch halt drauf. Also bis eben haben zwei Kanonen reicht bei so einem Gegnern. Und jetzt auf einmal alles meins, alles mitnehmen.
aber alles gut gebrauchen, um weiter auszubauen. Da sind Teile von uns. Sonst hat es nämlich eben die Antriebe zerrissen. Muss man später Panzerungen drumherum bauen. Aber noch geht's ja erstmal. Müssen mal gucken, können wir uns eine Kanone? 5000. 2000. Ah, das Munitionslager befindet sich auch noch da unten. Das muss dann auch höher. So. Wir waren auf dem Weg nach da. Also die Station retten. So. Also ich habe gehört, man soll ein bisschen warten, dass die schönen Seelen ruhig da drauf rumschießen. Dann kann man die gut... Wer jetzt her? Was hat der denn vor? Dann gibt das wohl mehr Ressourcen. Der ist wieder zu schnell. Und wir lassen ja auf 8 laufen. Sollte so langsam. Können wir ja hingehen. Da wir ja auch nicht ewig viel Platz haben. Der geht wieder super leicht zu zerstören. Hinüber. Können wir davon noch was einsammeln? Das ist ja die große Frage. Ja, also hier ist noch ein bisschen Platz. Einmal reparieren. Wenn wir das eingesammelt haben, gehen wir hier wieder runter. Obwohl, wir können auch erst auf das hier schießen. So, alle an Bord. Können wir das auch einsammeln? Ja. Das ist doch schön. So. Haben wir richtig Beute gemacht. Da ist auch jede Menge. Er sammelt doch erst das da ein. Kann man denn das wieder entfernen? Auch egal. So, Station rufen. Wir haben sie ja gerettet. Gibt sogar ein bisschen Ruhm, ein bisschen Geld. Hier bekommen wir nochmal Geld und Ruhm. Ah, hier oben bekommen wir bessere Missionen. Brauchen wir erstmal Crew.
Dann das können wir verkaufen. Munition brauchen wir. Machen wir erstmal, dann. Lager ist voll, würde ich mal sagen. Wie viel von der Blaupause können wir jetzt bauen? Nein, was war das jetzt? Will das ja nicht speichern, er soll das einfach laden. Ja, wo ist das denn hin? Schiff laden. Ah. Noch vorhin was gespeichert. Das rufe. Keine Ahnung. Dann gucken wir jetzt mal. Die Lager sind alle voll. Können wir ja vielleicht ein bisschen umbauen. Das ist immer noch das kleine Cockpit. Ja, wir brauchen die anderen Baupläne. Die Station hier welche? Laserblaster. Große Schilde. Da, der Kontrollraum. Brücke 9000. Große Schubdüse. Oh, es gibt sogar noch eine ganz große. Laufband. Also. L5. Bergbaulaser bräuchten wir eigentlich schon. Aber auch größerer Reaktor. Wir nehmen erst einmal den Reaktor. Wir werden jetzt ein bisschen umbauen. Aber das Cockpit ja gekauft haben. Den Kontrollraum. Weiß gar nicht. So viel Panzerung ist das davon jetzt noch auch nicht. Der ist ja doof, der ist ja nur 3 breit. Ah, dann ist der nächstgrößere bestimmt 4 breit. Also, das sind nur die Kommandopunkte. Ja, wir haben noch ein paar frei. So. So, ein kleiner Reaktor da hinten hin. Hier muss einer hin. Die ganzen Schubdüsen. Der muss darüber.
Ah, okay, wir haben. Die Dinger sind so teuer. Aber warum? Ist ja schon wieder bisschen ärgerlich. Jetzt haben wir Baupläne gekauft. Jetzt können wir es aber nicht bauen. Das ist ja jetzt. Ach, den konnten wir bauen. Okay. So. Sollten wir eventuell dann über ein Laufband nachdenken? Können wir eigentlich. Ich will die Räume nicht verschieben, da Munition drin ist. Dann müssen wir jetzt erstmal so hinkommen. Aber es ist doof. Da das Lager jetzt ja voll ist. Ah. Ah, nur der mittlere kostet Geld, der kleine nicht. Okay. Dann wäre aber ein Korridor. So sinnvoll. Sind jetzt bei allen Schubdüsen. Hier ist nur der Innenraum. Aber wenn das kaputt geht, kommt man da nicht mehr hin. Vielleicht so noch. Dann können wir hier auch noch irgendwelche Räume hinstellen. Könnten wir das dahin? Kosten das? Das kostet Metallplatten. Die verschieben. Machen wir denn da? Können wir eigentlich so machen. Da auch ein Korridor. Ich habe natürlich wieder vergessen, es zu spiegeln. Ja, dann bauen wir das so, ist ja jetzt auch nicht ärgerlich. Dahin. Den können wir wieder verschieben. Fraglich, ob wir das jetzt hier. Alles ist auf die Höhe, also zwei weiter nach vorne. Nicht verbunden.
Ja, da kurz hin. Dahin. Keine Ahnung, was das mit den Ecken soll, aber... Sieht aber auch nur so rum gut aus. Also, die Schilde müssen wir... Also, das haben wir, aber es sind kleine Schilde. Drei Kommandopunkte. Also, Schilde können wir jetzt noch nicht. Brauchen wir erst den großen Kommandoraum für. Da, damit es kürzer ist, eine Tür. So, weil anders kommen wir rein. Befehle erteilt hatte ich den auch. Aber nicht für die Räume. Aber da oben ist schon wer drin. Dann kann das ein grüner Raum werden. Das auch. Wir brauchen 1, 2, 3. Und wir haben hier 4. Sogar einer über noch zur Zeit. Und der... Das hier ist schon wieder... So. Feuerlöscher, den können wir uns auch leisten. So. Vorne sollte jetzt eigentlich... Ah, gut, wir haben Strom. Jetzt machen wir ein paar Missionen. Können wir noch irgendwas einsammeln hier? Ja. So. Wir brauchen nämlich unbedingt ein bisschen Geld. Kopf. Da passt ja Kopfgeld sehr gut. So, da ist ein Fragezeichen. Oh, hoffentlich wieder nicht wieder 10 Piraten. Da will uns einer angreifen. Wir brauchen unbedingt mehr Kanonen. Aber da fehlt uns momentan das Geld für. Deshalb darf der hier ruhig gern eigentlich mal sterben. Die Kanonen treffen aber auch gar nichts. So, eine Seite haben wir schon mal. Liegen hier Trümmer rum. Die hat durch unsere... Oh nein. Durch unsere Panzerung geschossen. Wir haben Rum bekommen. Können wir irgendwas einsammeln? Aber natürlich nicht. Hier, wir haben keinen Platz mehr. Wenn wir keinen Platz haben, dann... Also was müssen wir nachher noch bauen? Die Hyperantriebe. Verteidigung. Und mehr Waffen. Müssten wir aber eigentlich...
Hier und da ein Lager einbauen können. Da passt auch eins hin. So, jetzt können wir bestimmt noch ein bisschen einsammeln. Wo ist das alles hin? Also da ist noch ein Pirat. Er entfernt sich ein Stück. Jetzt auch ganz weg. So. Wo müssen wir jetzt hin? Kopfgeld. Da ist ein Fragezeichen. Das werden wir aber jetzt nicht mehr schaffen. Aber wir können es ja trotzdem mal kurz angucken gehen. Weil das gibt ja dann auch. War ja eine Mission am Anfang. Ja, alles erkunden. Das ist wer anders. Ah, können wir direkt da drauf schießen. Und das Laserblaster wieder. Der rutscht schon wieder ab. Deshalb ist Manövrierfähigkeit sehr wichtig. Gut weit schießende Waffen. Echt, seine Waffen schießen viel weiter als meine. Oh nein. Warum ist da eigentlich keiner drinne? Ich kann ganz schön weit schießen. Dann ignorieren wir den jetzt. Auch egal. So. Zielgebiet erreicht. Hier war sonst weiter nichts. Ja, jetzt sitzt da einer. Also, die wollen immer auf unseren Energiekern schießen. Bringen wir die Platten wohl quer an. So. So. So, erstmal. Nee, die war falsch. Ganz schön, also drei Platten und einen Gang. Trotzdem schießen die auf den Kern. Und dabei haben wir erst drei. Okay, wir werden uns jetzt. Da ist sie da. Da kommen wir leider nicht dran. Wir werden uns jetzt dahin begeben. Können leider keine weitere Mission machen. Zeitlich. Aber verkaufen ist jetzt auch ein bisschen doof.
Eine andere Station retten. Bis 140. 90. Oh, 6, das geht ja gar nicht. Piraten, das waren bestimmt die, die uns am Anfang... Oh nein, was... Wo kommt der denn her? Die uns am Anfang angegriffen haben, werden das gewesen sein. Der Piratenbasis. Es gibt uns auch unbekannte Signale. 29. War nur bis 140. 90 haben wir schon. Und das Gefahrenstufe 6, das schaffen wir jetzt, glaube ich, eher noch nicht. Das hier ist Gefahrenstufe 3. Das würde noch gehen. Uns ein bisschen Ruf und ein bisschen Geld. Die können wir ja mal mitnehmen. Betten sind voll. Oh, wir haben nur noch gar keine Munition mehr. Mal kurz welche kaufen. Das brauchen wir alles zum Ausbau nachher. So, einmal beliefern bitte. Haben wir natürlich dann wieder ganz Lager voll mit Munition. Ah, nee. Wir haben noch ein bisschen Lager frei. Das ist gut. Okay, dann können wir das nächste Schiff, das uns überfällt, direkt noch einsammeln. Gut. Dann werden wir gucken, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Ich erstmal einmal speichern. Dann bedanke ich mich erstmal vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne liken und abonnieren. Und wir können jetzt hier noch mal kurz schauen. Ah, wir können das alles noch schnell einsammeln. Okay. Dann bis zum nächsten Mal.